Was geht ab, Freunde? Wir reacten heute wieder zusammen auf einen neuen Song von Chamu und zwar Tschü Schnecke. Also er hat zu diesem Meme, sag ich mal, einen Song gemacht. Geht nicht so lange, 1 Minute 59 und ich hoffe mal, dass dieses Video überhaupt online gehen wird. Letztes Mal war das sehr, sehr schwierig bei ihm. Ja, er hat da auch kommentiert, deswegen, wenn du das dieses Mal siehst, ja, wir können da gerne irgendwie mal schreiben oder sonst was, dass man das vielleicht irgendwie klären kann, dass das nicht immer so gesperrt wird, weil das ist schon... Es ist schon belastend, auch an sich so viel vom Song rauszuschneiden. Ist einfach schade, ja. Wenn nicht, gut, ist dann auch nicht so schlimm, aber dann muss ich es halt leider wieder rausschneiden. Wir starten rein, Freunde. Check gerne mal den zweiten Reaction-Kanal und den Zweitkanal unten in der Videobeschreibung ab. Hier auch gerne ein Abo da lassen. Ja, wir sind auf dem Weg zu 8K. Let's go. Schuschnecke. 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 Ja, die Schnecke in dem Video durfte natürlich auch nicht fehlen. Schuschnecke, wie geht's? Schuschnecke, wie geht's? Schuschnecke, wie geht's? Sie gibt mir. Aber ich muss sagen, ne, direkt der Einstieg vom Flow her und so ist schon wieder echt krass einfach. Den Blick doch, ich seh sie nie wieder. Schuschnecke, wie geht's? Schuschnecke. Ich bin halt gespannt, weil das Ding ist, wie gesagt, ne, der Song geht ja nur 1 Minute 59, also das ist so 30 Sekunden weniger als andere Songs. Und ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man so einen Song hört, der nur so kurz geht, dann geht das sehr schnell um die Zeit. Ich glaube, er wird einfach zeigen, was er kann, sowohl was Melodien irgendwie angeht, als auch was Flow angeht. Ich glaube, das trifft bis jetzt auch schon gut. Genau das ist das, was ich halt meine, ne? Aber man muss ihm einfach lassen, ey, es klingt geil, Mann. Es klingt geil. Und ich finde das jetzt schon cooler als den letzten Song zum Beispiel. Den fand ich auch schon mega gut damals. Das war halt so ein Sommersong und das ist ein bisschen mehr mit Flexen so. Ich glaube, ich finde, das steht ihm eigentlich. Was heißt besser, das will ich nicht sagen, weil das andere, ne, das war auch, war nice, dieser Sommersong. Und auch schon mit Vierer, der Sommersong war nicht schlecht, aber ich finde halt das hier jetzt nach 24 Sekunden irgendwie schon geiler. Sie will mich heute sehen, spielt andere Liga. Sehe eine Schnecke und packe davor, flüstert in ihr Ohr. Was hast du heute vor? Egal, was ich mach. Ich bin mal gespannt, wie viele Kommentare das dieses Mal hat. 56.000 wieder, krank. Also ich finde das, ja. Also was diese ganzen TikTok-Leute da angeht, das ist schon crazy, ey, ohne Spaß. Sie kriegt mich nicht aus ihrem Kopf. Sie will, dass ich bleib, doch kriegt keine zweite Chance. Boah, aber ich muss sagen, ey, ich schwöre, es klingt echt geil. Es klingt richtig nice, der Song. Sie gibt mir den Blick, doch ich seh sie nie wieder. Schuschnecke, wie geht's? Sag mir. Man muss ihm auch lassen, ne? Das ist ein sehr kluger Move, einfach so einen Song zu droppen. Also erstmal wegen diesem Meme an sich, wegen TikTok. An sich dieser Trend einfach, ja, der Song wird wahrscheinlich auch im Streaming, denke ich, gut abgehen, safe. Auch hier wird er wahrscheinlich relativ weit oben in den Trend sein und bei TikTok wird das Ding wahrscheinlich komplett viral gehen. Also das ist halt einfach so, in der Position, wo er ist, ist genau das Richtige, was er hätte machen können. Ja, bessere Idee hätte es gefühlt gar nicht gegeben eigentlich. Ja, wer kennt dich? Willst dich treffen, hab keine Zeit. Du kopierst mich für den Hype. Von Stadt zu Stadt. Und es ist so viel Variation drin. Überall Schnecken, lenke mich ab. Der Hype ist zu krass. Finde auch, der Beat ist geil. Einfach an sich der Rhythmus, dann die Melodien von ihm und so. Ich schwöre, einfach nur nice. Und er zeigt halt einfach, was er kann mit dem Song. Also das, finde ich, ist ein ja, einfach so ein Ding, was jetzt nicht dafür ausgelegt ist, nur so zum Sommer oder so zu passen, sondern das kannst du an sich halt immer hören, zu jeder Jahreszeit. Und er zeigt einfach an sich mal, was er so drauf hat. Wie gesagt, sehr, sehr viele Variationen sind hier drin. Melodien, schnelle Flows. Ja. Props, mehr kann man dazu nicht sagen. Pa, pa, pa. Egal was ich mach, sie kriegt mich nicht aus ihrem Kopf. Schuschnecke. Die Hook war natürlich nicht anders zu erwarten. Also wer da jetzt was anderes erwartet hätte, der ja, weiß ich nicht. Ne? Sollte sowas wahrscheinlich da nicht anhören oder, ach nee, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, jeder hat sich wahrscheinlich genau das darunter vorgestellt, so unter der Hook. Geht gut ins Ohr rein, merkt man sich und der Song ist auch tatsächlich nicht so, den anderen habe ich bin da immer ehrlich so, den habe ich nicht ein einziges Mal gestreamt. Das ist ein Song, ich würde den wirklich auch noch weiterhin anhören. Also den finde ich halt einfach an sich wirklich nice. Real Talk. Sie gibt mir den Blick, doch ich seh sie nie wieder. Schuschnecke, wie geht's? Auch vom Mix her, von der Stimme, vom Video her, sehr geil gemacht. Vor allem die Aufnahmen mit dem Lambo, das passt jetzt hier irgendwie gar nicht rein ins Video. Das ist jetzt wieder absolut beste Stelle. Nee, aber die Aufnahmen mit dem Lambo und so, auch mit dem Licht hier im Wald und so, richtig geil. Schuschnecke, wie geht's? Okay.
So viel dazu, Freunde. Das war's mit dem Song. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich guck mal ganz kurz noch die Bewertungen an. 37.000 Likes zu 2.000 Dislikes. Gut. Stabil. Mehr kann man dazu nicht sagen, Freunde. Das war's mit dem Song. Grüße gehen raus an Chamo. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Wahrscheinlich kommt eh gleich nochmal eins online. Und morgen und wann auch immer ihr das seht, werden wahrscheinlich immer Videos kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.